Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Elbmarsch Info TV. Wir sind heute zu Gast in Geesthacht auf dem Rathausplatz, wo sich viele Zweibeiner und Vierbeiner, wie Sie sehen können, zusammengefunden haben, um zu demonstrieren. Denn die Stadt Geesthacht will ab Januar 2015 die Hundesteuer erhöhen um 33%. Und wir wollen uns jetzt einmal bei den Geesthachter Bürgern und Hundebesitzern umhören, was sie zu der geplanten Hundesteuererhebung sagen. So, liebe Zuschauer, wir haben jetzt hier den Herrn Thömen aus Geesthacht. Herr Thömen hat diesen Aufruf gestartet, um gegen die geplante Hundesteuererhebung zu demonstrieren. Genau. Was hat Sie dazu bewegt, das hier zu starten heute? Was mich bewegt hat, also ich bin selbst Hartz-IV-Empfänger und muss wirklich gucken, wo jeder Euro herkommt, beziehungsweise was wir kriegen vom Amt. Und da sind 30 Euro verdammt viel Geld. Das ist teilweise das, was ich in der Woche für meinen Sohn, für meine Lebensgefährtin und den Hund natürlich zur Verfügung habe, für Lebensmittel. Und da sind 30 Euro verdammt viel. Nun haben Sie auch am Rande auch schon ein bisschen mitgekriegt, Sie sind ein bisschen enttäuscht, weil nicht so viele, es gibt ja in Geesthacht 1500 registrierte Hunde und vielleicht sind jetzt 60, 70 Hundebesitzer hier. Was glauben Sie, warum ist die Zeit zu knapp gewesen oder warum sind so wenig Leute gekommen? Nein, enttäuscht bin ich nicht. Also im Nachhinein sind ja doch noch ganz viele gekommen. Um 16 Uhr waren es noch relativ wenig, aber zum Halb war ja doch schon relativ viel hier. Und man muss dazu sagen, es ist verdammt kalt und viele ältere Leute, die müssen ja auch irgendwie herkommen. Und also ich kann das schon verzeihen und ich finde es, also die Resonanz ist trotzdem super. Also ich bin da sehr erfreut darüber, dass doch so viele gekommen sind. Und hat sich der Bürgermeister auch mal blicken lassen hier oder? Nein, der Bürgermeister hat sich nicht blicken lassen und es wird sich auch, glaube ich, keiner blicken lassen, auch von den Ratsherren nicht. Die sind sich, glaube ich, dafür zu fein, um das mal ganz knallhart zu sagen. Und darüber bin ich wirklich enttäuscht, nehmen keine Stellung, gar nichts. Ich habe den vor einer Woche angeschrieben, den Antrag abgegeben, was für die Ratsherrenversammlung wichtig ist. Und da habe ich nur ein Schreiben gekriegt, das eingegangen ist und das war's. Bei der Ratsherrenversammlung, die soll am 5. Dezember stattfinden, da wird das dann höchstwahrscheinlich beschlossen, diese Erhöhung im Januar 2015. Genau, die am 5.12. ist diese, da wollen sie das beschließen, da wird der ganze Haushalt vorgetragen und da geben wir auch die Unterschriftenlisten ab. Haben Sie eine Unterschriftenliste ins Leben gerufen? Wie viele Unterschriften haben Sie schon gesammelt? Also wir sind jetzt bei über 700. Gestern war ich noch bei 620. Heute sind ganz, ganz viele noch dazugekommen und von umliegenden Leuten und Firmen, die wir haben, wo ich mich auch sehr gerne bedanken möchte nochmal, die sammeln für uns und das läuft gut. Und wir gehen davon aus, dass wir nachher bei 850 bis 900 Unterschriften sind, die wir dann den Ratsherren übergeben können. Und wo findet man denn diese Unterschriftenlisten? Hier in den Geschäften in Geesthacht? Ja, zum Beispiel beim Futterhaus Geesthacht. Bei Getränke Schulz, der auch uns den Anhänger und so alles zur Verfügung gestellt hat. Dann gibt es noch das Halbing Autoteile, Sadler. Also wir haben ganz, ganz viele Firmen, die uns doch schon unterstützen und die wir auch brauchen, die Unterstützung, dass wir da die Listen auslegen dürfen. Wir sind jetzt hier bei der Frau Panten. Frau Panten ist auch aus Geesthacht. Frau Panten, was sagen Sie denn zu der Hundesteuererhebung? Ja, ich finde es nicht besonders gut, wenn ich an Rentner denke oder die Leute, die wenig Geld haben, dass sie dann wirklich noch mehr knausern müssen. Ne? Und das finde ich nicht gut. Wie viel zahlen Sie denn Hundesteuer jetzt jährlich? Zurzeit 90 Euro und ab Januar dann 120. Haben Sie einen Hund oder mehrere? Ich habe einen Hund, meinen Seelenhund. Und ich denke mal, ganz viele haben Seelenhunde und das ist dann schon ganz schön heftig. Ja, und meinen Sie, das bringt jetzt was, wenn man hier demonstriert? Meinen Sie, der Bürgermeister überlegt sich das? Das wäre schön, wenn der Bürgermeister sich mit dafür einsetzen würde. Die Ratsherren entscheiden ja mit. Und komischerweise, wenn man ans Internet denkt und an Facebook, wie die da dort rumgemeckert haben, finde ich das schon beachtlich, dass sich davon keiner mal hier sehen lässt. Ne? Ich komme hier aus Geesthacht, habe selber einen Hund, habe einen Listenhund.
Der böse Hund. Was für ein böser Hund? Welcher Rasse? Ich habe einen Amstaff-Mix. Aber er sieht aus wie brauner Dalmatiner. Und bezahlt 320 Euro im Jahr. Weil es ein Listenhund ist? Ja. Und er hat Wesenstest, er hat alles. Ich bin im Verein unten, beim BVG, beim Hundeverein unten. Er wird ausgebildet. Wir haben eine Hundewiese hier oben, da wird nichts gemacht, da sind solche Löcher, da wird nicht aufgepasst. Jetzt wurde, wie gesagt, vergiftete Teile rübergeschmissen, dass die Hunde nicht mehr kommen können. Es wird nichts gemacht in Geestadt. Es gibt in Geestadt eine Hundewiese für ca. 1500 registrierte Hunde. Ja. Und das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ist so wenig, ne? Ja, natürlich. Wir haben ja keinen Freilauf. Die dürfen gar nichts. Es wird nur gedrückt und gedrückt und es passiert nichts. Herr Tucho kommt auch aus Geestadt. Herr Tucho, warum soll die Hundesteuer nicht erhoben werden? Die Frage ist, ob sie erhoben werden soll oder nicht. Das stellt sich gar nicht. Die Frage ist, wenn man die Hundesteuer hebt, was man daraus macht. Für mich ist das hier ein absolutes Abkassieren. Man hat vor anderthalb Jahren schon mal kräftig zugelangt. Nur es gibt keine Resultate. Für die Hunde gibt es keine Auslaufflächen. Es gibt eine Auslauffläche, die ist in desolatem Zustand. Es gibt keine Bänke für ältere Leute. Der Witz an der Sache ist, dass man wahrscheinlich dem, der es sich nicht mehr leisten kann, einen Hund zu halten, wie zum Beispiel unsere Alten hier in Geestadt, dass man denen den Freund wegnimmt. Und wo bleiben denn unsere Alten? Eigentlich müsste man das mal so klar sagen, dass bei jeder heute alle losmarschieren, unsere Hunde alle im Tierheim abgehen, dann würde die Stadt sehen, wo sie hinkommt. Mal ganz klar gesagt, es geht so nicht. Wir sind Bürger, wir sind Wähler, wir haben hier eine Meinung, deswegen stehen wir hier vereinzelt oder auch in Gruppen. Wir sind absolut gegen diese Hundesteuerung, weil das absolute Willkür ist. Wir brauchen hier nicht lange darüber debattieren, das ist abkassieren, nichts anderes. In anderen europäischen Ländern gibt es ja gar keine Hundesteuer mehr. Und was würden Sie sagen, wenn jetzt alle Hundebesitzer sagen würden, sie bezahlen einfach keine Hundesteuer mehr? Bei mir ist das Problem, ich sehe gar nicht das Problem, dass ich eine Hundesteuer zahle. Also wenn ich meine, man muss eine Steuer zahlen und man kriegt eine Leistung dafür, dann ist es nicht das Problem. Ich zahle ja auch für ein Auto eine Steuer, ist okay. Wenn daraus Straßen gebaut werden, passiert in Deutschland leider auch nicht. Also am Ende ist es so, es ist ein Fass ohne Boden, wir schmeißen rein, nur keiner von den Herrschaften tut was dafür. Ich bin 2009 von Wiesbaden nach Geestadt gezogen und habe damals 60 Euro Hundesteuer gezahlt. Zum 1.1. ist das jetzt das Doppelte. Leider hat sich meine Rente nicht verdoppelt und ich finde die Verhältnismäßigkeiten nicht angebracht. Da in Geestadt, die ganze Stadt ist hundefeindlich. Es gibt eine einzige Hundewiese, die nur für Motorisierte erreichbar ist. Und Entschuldigung, das ist ein verschissener Acker, da geht kein normaler Hund drauf. Und ansonsten gibt es hier für Hundebesitzer durchweg nur Verbote. Und dann frage ich mich, ich weiß, dass eine Hundesteuer nicht zweckgebunden ist, dass man dafür keine Leistungen erwarten kann. Aber der Hundebesitzer an sich kann doch per se nicht dafür da sein, den leeren Stadtsäckel zu füllen. Und das finde ich eine Schweinerei, da sollte man auch mal andere Mittel überlegen. Wenn der Haushalt hier marode ist, aus welchen Gründen auch immer, kann man das nicht immer nur auf dasselbe Klientel abwälzen.